Das Holz gibt's aus einem Sägewerk und einem Wald. Sägewerk, Wald. Oh, mit Wäldern. Oh, sieht das hier mit den Wäldern ganz schlecht aus? Ah, ne, doch. Sieht dann bloß so schlecht auf der Karte. Bisschen was gibt's. Okay. Ja, gut, das wäre dann in Ordnung. Wenn wir einfach den hier gleich nehmen. Ja, der liegt nicht 100% zentral, aber ich glaube, es gibt auch Schlechteres. Und bevor das die Chemikalien hier alle so rumschimmeln und gleich die Intro-Musik kommt, könnte man den doch einfach nehmen. Na gut, hier unten die... Das hat halt den Vorteil... Na gut, da müsste ich sozusagen von hier noch eine Runde hier rüber bauen. Oder das hier drüben anketteln, weiß ich jetzt nicht. Das Problem ließ sich ganz einfach lösen, indem ich Intro-Musik jetzt erstmal habe. So, da sind wir wieder und ich habe einen Plan für... Für die Route. Ich mache hier einen Abzweig. Hat natürlich den Nachteil, dass hier so eine scharfe Kurve ist, aber dadurch, dass hier die Fabrik davor ist, sieht man es nicht. Aber die können jetzt erstmal herumfahren. Und dann mache ich... Das wird wie so eine Art Kreisverkehr, sag ich mal. Dass die dann hier so rumfahren. Also die fahren, die Chemikalien, die sollen einfach jetzt hier so rumgebracht werden. Dann möchte ich gleichzeitig hier so einen Abzweig hier hochbauen aus der Richtung. Und für die Züge, die dann hier sind, geht es dann halt hier rüber dann. Also für die Stationen. Und dann müsste ich das eigentlich abgedeckt haben. Vierergleis hier an der Stelle. Ist natürlich die Frage, ob man wieder die Station getrennt baut oder wie man das dann macht. Nee, halt, stopp, nee, so. Hier ist natürlich eine Polymerfabrik. Ach, die wollen auch Chemikalien. Benötigt auch Säure. Dann hätte ich Kautschuk und Fasern. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so interessant ist, wenn man irgendwie hier mal noch so ein bisschen Säure... Achso, nee, Quatsch, hier gibt es bloß Treibstoff. Wie komme ich jetzt auf Säure? Die war hier oben, ne?
ist natürlich der Fluss dann dort hinten. Ich möchte, jetzt ist die Frage, baue ich den Fluss rechts rum? Hier? Na gut, ein Gleis kann ja hier durchgehen. Das obere. Und hier bauen wir einfach einen Tunnel rein. Wieder nur mit einer scharfen Kurve hier. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt hier baue, weil da hätte ich, glaube ich, mehr Raum. Oder ein Teil, das eine Gleis über dem Fluss und das andere unten drunter. Könnte mir das was bringen? Ankettlung schon, ist aber auch wieder so eine scharfe Kurve hier. Na gut, ich lasse das erstmal so. Gut, wir probieren das einfach mal. Das Gleis geht jetzt über dem Fluss lang. Hier dran klatschen. Gut, das hätte ich ja eigentlich Raum, ne? So, hier eine Brücke drüber. Nee, ich mache hier, glaube ich, eine längere Brücke. Nee, warte mal, ich habe ja, ich könnte das doch eigentlich auch. So, und für... Was fehlt jetzt noch? Das muss jetzt hier geradeaus dran. Na, guck mal, das kann ich doch eigentlich auch so machen. Hier so. Nee, so nicht. So. Überall Signale, ja, ne? Genau, hätten wir das, dann könnten die Züge dann hier hochfahren und Ersatzteile anliefern. Und dann gibt es noch eine Strecke hier hinten raus. Aber ich denke mal, ich bringe das erstmal die Chemikalien hin. Achso, ich frage natürlich, wie viele Züge. Ich dürfte ja bloß maximal 3 Züge bauen. Wir probieren erstmal 2. Achso, für Chemikalien gibt es auch schnelle Züge. Das ist natürlich nicht schlecht hier. Die Option würde ich da gleich mal ziehen wollen. Und wenn ihr also nur 2 Züge. Eingeordnet. Ja. So, okay. Oh, hier kommt auch gleich ein Schiff. Das heißt, da müsste eigentlich gleich schon was gehen. Genau, sehr gut. Ersatzteilzug. Was hat man ja immer genommen?
wartet mal. Ersatzteilzug. Was hat man da immer genommen für eine Kombination? Oh, hier war irgendwas auf freie Wege. Ist dann da was voll oder wie? Das ist der hier. Und der Flachbettwagen. Ja, dann müsste ich ja eigentlich auf die Zahl kommen, ne? Ja, 82 Kisten, das passt. Von hier nach da. Beladen, abfahren. Und jetzt kannst du wieder losfahren. Dann passt das nämlich gleich so. Wo war jetzt hier Stau? Hier. Hier ist ein Ersatzteilzug und hier steht einer im Depot. Warum fahren hier zwei Ersatzteilzüge hin? Ach, weil die von dort hinten kommen. Und die haben eine Separierung, die ja bei Vollladen ja eigentlich auch völlig sinnlos ist. Warte mal, das fixen wir mal schnell hier. Wie viele Züge sind hier da? Vier. Das heißt, es muss ja mindestens fünfgleisig werden. Ihr fahrt am besten jetzt mal alle raus hier. Das hat Minus gemacht hier. Das war ein Minusgeschäft. Der wartet jetzt hier. Na komm, fahr einfach zurück. Mach einfach das Gleis frei. So. Komm, machen wir gleich mal 6 Gleise. Bahnsteiglänge 5. Sechs Gleise machen wir einfach mal. Die Mitte ist das hier, glaube ich. Genau. Und dann gibt es auch kein Rumgefänze mehr hier, wenn irgendwo was nicht passt. Das ist natürlich auch ein bisschen eine gewöhnungsbedürftige Kombination, aber so passen wenigstens alle. Züge da jetzt rein. Das Depot, das bauen wir einfach jetzt hier neu irgendwo. So, das war schnell neu gebaut. So, wie sieht's aus hier? Oh, 2 Millionen Chemikalien. Eieiei. Hier sind sie noch bei normaler Produktion. Ach, hier kommt er schon an. Einiges an Chemikalien. Ich glaube, na gut, wenn die jetzt noch Schnittholz hätten. So baue ich jetzt für die Richtung was anderes. Ja, ich mache das einfach.